Es ist alles vorhanden, was Sie für einen Krankenhausbereich brauchen. Also okay. Es gibt eine OP, es gibt eine Pathologie, ja. Es gibt alles. Wollen wir mal durchgehen? Ja, klar. Super. Das ist hier wirklich ganz cool zu sehen. Diese Eisensache mit dem Beton, das Fundament, diese Streifen an der Wand und so, da sind wir wieder. Das möchte ich nicht nochmal machen, das war gut. Eigentlich im Krankenhausbereich, da kommen wir aber gleich hin. Das heißt, man muss sich vorstellen, wir machen jetzt so einen Rundgang und in der Mitte ist quasi dann das Krankenhaus. Das ist ja ein kompletter Atomschutzbunker. Das ganze Krankenhaus ist so gebaut, dass wenn das mit Bombe angegriffen würde, würde dieses ganze Krankenhaus zusammenfallen, so wie ein Kartenhaus, und das Ganze von oben schützen. Ach was. Was ich gelesen habe, ist, dass hier einmal eine Einsatzprobe war, die aber abgebrochen werden musste wegen Platzangst der Teilnehmenden. Oh, das ist extrem gut vorstellbar. Termitenhügel, Irrgarten, das war eine komplette eigene Welt hier unten. Ja. Ne? So haben wir auch ausgerichtet. Ne? Arbeiten möchte ich nicht hier. Spannend ist es. Wie viele Räume sind das hier wohl so insgesamt? Also vom Plan her sah es ja relativ viel aus. Hier drüben ist ein ganz schöner Plan hier. Sehr gut, ja. Hier gibt es einen Raum, wo es sogenannte Friedensluft gibt. Da wurde getestet, ob draußen die Luft wieder frei war. Friedensluft? Ja. Das ging dann hoch hier, dieser Aufzug zur Apotheke. Ich möchte trotzdem da jetzt nicht reingehen. Ist aus dem verboten, Personen zu befördern. Wir holen die Mutter wieder ab. Hier ist der Duschbereich. Ach, gut. Ja, ist nicht wirklich Spa, aber... Wäre jetzt was passiert, wäre man hier durchgekommen, hätte sich einmal sauber gemacht, kontaminiert ist man dann nicht mehr, hat Klamotten neue bekommen, die Krankenhausklamotten sind, und dann ab in den... Ja, Kuckuck, keiner da. Also hier ist eine Tür auf, aber die endet im Gar nicht. Ja, da waren wir ja eben gerade, ne? Da waren wir gerade. Ich gehe trotzdem einmal rein, mach so einen kleinen Rundgang hier. Hier ist nämlich das Lager. Dafür, dass Sie Arzt sind, sollten Sie sowas nicht machen mit Leuten, die potenziell Herzinfarkt bekommen könnten. Ich habe schon wieder so ein bisschen die Übersicht verloren. Ui, das ist aber schön. Was für eine schöne, alte, sehr alte. Guter alter Druckkessel, 1966. Eröffnet wurde erst 72. Ja, aber es war lange vorher geplant und Krankenhausbau dauert halt. Ja, klar. Sich überlegt, das war ja alles mal der Standard, wahrscheinlich 72, 73. Gute ist alte Bundeswehr, das drin? Wurde danach sauber gemacht. Da sind Schleifspuren vom Kochlöffel drin. Lecker. Da bin ich mal sicher. Aber hier. Ne? Ist ordentlich, das ist immerhin noch. Gerät, Kochkessel, sehr schön. Aber hier, das ist sehr spannend hier. Hier. Betten. Die konnten hier quasi dreistufig liegen, ne? Ja. Das ist ja verrückt. Und Licht gab es, ne? Aber Dunkellicht. Ne? Das sieht man hier oben. Und hier hätten dann Patienten gelegen? Ja, das ist klassisch Patienten. Uiuiui. Das ist quasi die Badewanne von Psycho. Die Dusche von Psycho. Hey, es gibt noch Toilettenpapier. Im Spiegel her. Ist auch egal, nach dem Atomkrieg, wie du aussiehst. Hier, guck nur mal rein hier. Ich hatte Ihnen vorhin einen Begriff genannt. Ja, die Friedensluft. Ein Bild von 1990, 18. Oktober. Was sehr gut passt, da war es noch Bundeswehrkrankenhaus.
Aber das wollte ich, das war mir wichtig hier, das Friedensluftgerät, das muss man noch einmal sehen. Lass mal raten, was das ist hier. Dieser grüne Apparat. Also steht Abfall-Einwurftrichter. Ist das für Müll, wird er dann zerkleinert oder? Alles, was hier raus musste. Ganz genau, ja klar. Nein. Ja sicher. Nein. Natürlich. Es ist logisch und jetzt, wenn man drüber nachdenkt, ja. Ja, in der Konsequenz hatte ich den Bunker nicht so weit gedacht. Das ist dann, wohin damit, wenn sie tot sind. Ja. Jo. Jo. Der Sockel ist der Auswurf. Ja. Ach was. Ach. Wenn sie von der anderen Seite gucken, dann sehen sie was vor. Also wenn da mal was rauskommt, wäre ich kritisch. Ja. Geschossen wahrscheinlich. Der Druck, also, ja. Druck glaube ich, wird das rausgeschossen. Ach, hör auf. Das ist ja...